Ich erzähle euch heute verrückte Stories von Mädchen, die mich nicht mögen, und dabei werden wir diesen riesengroßen Beauty-Blender ausprobieren. Ich glaube, es gibt tatsächlich nur zwei Mädchen, von denen ich so offiziell weiß, dass sie mich absolut gar nicht mögen. Und eine davon, ich muss auch dazu sagen, wir hatten so ein bisschen so eine crazy History gemeinsam. Die war auf meiner Schule und das war auch einfach erst letztes Jahr, also in der 12. Klasse. Und ich bin immer so gelaufen im Schulhaus und safe viermal oder so hat ihm einfach so eine Schulter gegeben. Ich dachte so, das gibt es einfach nur in Highschool-Filmen, dass man so Leute so anrempelt, irgendwie so im Schulhaus. Und erstens war mir das immer mega unangenehm und dachte ich mir einfach nur so, what the fuck. Warum sind wir nicht einfach nett? Und dann irgendwann war das so krank, bin ich so im Unterricht auf die Toilette gegangen und ich war so fertig, bin aus dem Bad raus. Das Mädchen ist dann quasi auch gerade auf die Toilette gegangen, heißt, wir haben uns so gesehen und ich einfach, keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich mache das immer, wenn ich in irgendwelchen unangenehmen Momenten bin. Hi! What the fuck? Die hat mich nicht mal angeguckt und ich so, oh hi! Und ich kann das bis heute nicht glauben, aber sie hat einfach so süß und nett Hallo zurückgesagt und ich bin so zu meinen Freunden ins Klassenzimmer. Ich so, oh mein Gott, ich glaube, wir mögen uns. Kaum zu glauben, aber danach wurde ich auch nie wieder angerempelt. Also wenn ihr irgendwelche Feinde habt, sagt ihnen einfach mal hi, dann ist alles gut. Folgt mir gerne, Besties, dann mache ich den nächsten Teil.